Für günstige und sichere FIFA Points und Coins checkt meinen Sponsor Golda ab. Codename Supersteif und erhaltet 3% Rabatt. Und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen hier zu einem weiteren Video und diesmal zu einem ganz, ganz besonderen Video, denn der Hype ist real. Ihr habt es vielleicht schon am Thumbnail gesehen, ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen. Der Lions Cup 2016 steht an. Und ich habe die Ehre, diesmal teilnehmen zu dürfen und deswegen geht schon mal ein riesengroßer Dank an Leon raus. Falls ihr ihn nicht kennt, er ist der Veranstalter dieses Cups. Er hat diesen Cup schon öfters veranstaltet und es war immer ein richtig großer Erfolg. Es war ein richtig geiles Turnier und diesmal hat er sich was einfallen lassen. Deswegen, egal ob ihr ihn kennt oder nicht, geht mal auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei. Lasst ihm mal ein Abo da, beziehungsweise schreibt einfach mal was in die Kommentare, falls ihr ihn schon abonniert habt. Am besten Hashtag Supersteif. Und ich denke, dann geht's los. Wir wollen natürlich heute das Regelwerk erklären. Es ist die Folge 0. Und das bedeutet Regelwerk, Teilnehmer und mein Team kommt auf euch zu. Und das ganz Besondere ist, das Team dürft ihr auswählen. Ich stelle euch zwei Teams zur Auswahl, aber dazu kommen wir auf jeden Fall erstmal später. Wir kommen aber erstmal zum Regelwerk. Wie läuft das Ganze ab? Was mussten wir im Voraus schon machen? Wie wird unser Team gestaltet werden? Mit welchen Bedingungen etc.? Und zwar mussten wir, bevor der Lions Cup startet, alle 12 Teilnehmer jeder 3 Zahlen nennen. Und zwar gehen die Zahlen von 1 bis 16. Zahlen 1 bis 5 repräsentieren natürlich die Top-Ligen. Heißt BPL, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und die La Liga. Und wir haben sozusagen 2 Zahlen offen. Wir durften uns 2 Zahlen wählen aus den ersten 5. Und natürlich die Zahlen 6 bis 15 oder beziehungsweise 16 repräsentieren kleinere Ligen. Davon durften wir uns eine Zahl nennen. Und ich werde dann direkt. Wir haben eine Animation bekommen und zwar von Sayo HD. Link natürlich auch in der Videobeschreibung. Ist unser Designer für diesen Cup. Ein relativ geiler Typ. Also wenn ihr irgendwas machen wollt oder haben wollt von ihm, schreibt ihn auf jeden Fall mal an. Und wir haben eine Animation, die habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Es ist Bedingung gewesen, dass wir eine Live-Reaction machen. Das bedeutet, wir gucken zum allerersten Mal diese Animation an, zusammen und gucken einfach mal, aus welchen Ligen unser Team bestehen darf. Haben wir nun diese 3 Ligen gewählt, dürfen wir nicht irgendwie die Ligen verteilen. Heißt, wir dürfen sozusagen nicht nur einen Spieler aus der einen Liga nehmen, 2 Spieler aus der anderen und 8 Spieler aus der dritten Liga, sondern wir müssen das Ganze in 4 Spieler, 4 Spieler und 3 Spieler aufteilen. Wie ist es erstmal egal, aber dazu kommt noch, dass die Top-Ligen so unterkategoriert sind, dass wir eine Liga frei auswählen dürfen von der Stärke her und die zweite Top-Liga, die darf mit einer Maximalstärke von einer 85 natürlich an den Start gehen. Des Weiteren werden wir wahrscheinlich 3 Spieler nur aus der Liga wählen, wo wir jetzt nicht die besten Spieler sozusagen haben. Ich bin extrem gespannt, welche Spieler oder welche Ligen wir bekommen. Am liebsten wären wir Bundesliga, Serie A, Premier League, das wären glaube ich die 3 Ligen, wo ich sagen könnte von den Top-Ligen, das wäre sehr, sehr geil. Aus den 3 könnte man sozusagen, wenn man das 2 von hat, richtig geile Teams bauen. Und natürlich nicht zu vergessen, 3 Spieler aus dieser kleineren Liga. Da ist eine zweite Bundesliga dabei, da ist MLS dabei etc. pp. Das werdet ihr auf jeden Fall dann noch sehen. Aber jetzt kommen wir erstmal noch dazu, wie das Ganze ablaufen wird. Wir werden jetzt alle Teilnehmer, die ich euch gleich aufzählen werde, werden diese Woche natürlich die 0. Folge machen, indem wir natürlich auch unser Team wählen. Denn ich baue 2 Teams euch vor. Und ihr dürft dann in der Abstimmung, die dann irgendwann, wenn ich es sage, oben rechts aufploppt, abstimmen. Welches Team sollen wir im Lions Cup benutzen? Heißt sozusagen, die Community wird mit eingebunden und das ist mir ja auch selbst an meinem Kanal sehr, sehr wichtig. Doch bevor wir zu dem Team gehen, möchte ich noch ganz kurz was sagen zu den Bedingungen bzw. zu meinen Vorstellungen von dem Cup. Also, ich muss sagen, ich bin ein guter FIFA-Spieler, aber kein sehr guter FIFA-Spieler. Ich bin ein Mensch, der sagt, ich möchte das Ding nicht unbedingt gewinnen. Klar, man hat Ambitionen, man will die Gruppenphase überstehen. Das ist, glaube ich, das größte Ziel, was ich habe. Aber die Teilnehmer, die dabei sind, die sind wirklich heftig. Also die sind vom Spielerischen her richtig, richtig stark. Und ich natürlich als kleinster Kanal hier in diesem Cup muss versuchen, in irgendeiner Art und Weise gut abzuschneiden. Das bedeutet, ich mache mir überhaupt keinen Druck. Ich gehe als Underdog dort rein. Ich will einen guten Fußball euch zeigen. Ich will gute Videos euch machen. Und alles weitere ist Bonus. Natürlich versuche ich, so gut es geht, Punkte einzufahren, dass wir es vielleicht sogar schaffen, ins Halbfinale zu kommen. Und ich bin echt gespannt, wen wir in der Gruppe haben werden. Die Auslosung kommt dann, glaube ich, nächste Woche, wenn mich nicht gar alles täuscht. Und deswegen
Wie gesagt, ich gehe als Underdog dort rein, ich möchte wirklich mein Bestes geben, habe aber nicht die Ambition, das Ding völlig krank hier zu zerstören, zu gewinnen. Da weiß ich einfach oder kann mich selber gut einschätzen, dass es dafür vielleicht auch noch nicht reicht, weil meine Fähigkeiten in der Hinsicht noch nicht so überragend sind, dass ich vielleicht mit den ganz, ganz Großen mithalten kann. Jetzt geht's erstmal zu den Teilnehmern, die natürlich dabei sind, und das sind ordentliche Kracher, wie ihr gleich sehen werdet. Wir fangen natürlich an mit Leon, der Veranstalter Lions ist auf jeden Fall mit am Start. Weiter geht's dann mit viel FIFA, es geht weiter mit FIFA Goes United, PMTV, TC Chubesch, Finjes, wir haben No Hand Gaming dabei, F8 Max ist mit am Start, des Weiteren auch der Hansus, Venom FIFA, The Gamer Brother und natürlich meinerseits. Also es sind richtige Kracher und wie ihr merkt, es wird auf jeden Fall überhaupt nicht einfach werden. Viele kommen auch schon bei Food Champions in Elite rein. Das, was ich zurzeit noch leider nicht schaffe. Aber okay, müssen wir in irgendeiner Art und Weise an uns arbeiten. Aber das sind 12 Teilnehmer, 12 richtige Kracher meiner Meinung nach. Es wird auf jeden Fall überhaupt nicht einfach werden. Wir werden unser Bestes geben. Doch jetzt gehen wir natürlich zur Animation. Zu der Animation müssen wir außerdem noch sagen, dass diese Animation immer individuell erstellt wurde. Das heißt sozusagen, wenn jemand zum Beispiel zwei Teilnehmer die gleichen Nummern hat, werden nicht die gleichen Ligen aufploppen, weil das immer individuell gemacht wurde. Und jetzt kommt der spannende Moment. Jungs, ich bin extrem gespannt. Ich bin mega nervös. Ich bin echt, oh mein Gott, ich bin extrem gehypt auf diesen Cup. Wir starten die Animation jetzt gleich und ich bin echt richtig gespannt. Oh mein Gott. Jungs, es geht los. Unsere drei Ligen, wir starten rein mit der Animation. Und zwar genau jetzt. Wir haben die 2 gewählt und das ist die Bundesliga. Das ist richtig geil. Weiter geht's. Wir haben, glaube ich, noch die 4. Haben wir die 4? Die 4 und das ist die Ligue 1. Auch nicht ganz so schlecht. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und die 10 und das ist die österreichische Bundesliga. Holy shit. Das ist jetzt nicht das, was ich jetzt so erwartet hätte. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal die Bundesliga mit am Start. Und das bedeutet, holy shit, das bedeutet einfach, dass wir in irgendeiner Art und Weise ein richtig geiles Bundesliga-Hybrid bauen könnten. Mit der Ligue 1 und mit der österreichischen Bundesliga. Holy shit. Und jetzt werde ich mich erstmal ransetzen. Ich werde mich erstmal ein Stück weit informieren, welche Spieler spielen wo und wo. Wie kann man am besten alle zusammen verbinden. Und dann zeige ich euch die zwei Teams, die hier an den Start gehen sollten. Und dann könnt ihr abstimmen. Team 1. Oder doch Team 2. Oh Mann, Jungs, ich habe jetzt über 1,5 Stunden gebraucht, um ein paar Teams zu finden, die wirklich richtig geil sind, die ungefähr gleich viel kosten und die vielleicht auch gleichwertig sind. Deswegen wird das Video auch ein Stück weit später kommen, damit ihr jetzt schon mal direkt Bescheid wisst, denn ich nehme das jetzt genau an dem Tag auf, wo es natürlich auch online kommt. Man muss einfach sagen, dass ich 2 Teams gemacht habe, wo ein Team auf jeden Fall auf die Defensive natürlich mehr Obacht gegeben wurde und ein Team, wo mehr auf die Offensive Obacht gegeben wurde. Jeweils ist es natürlich so, dass die Bundesliga und die Ligue 1 4 Spieler hat und die österreichische Bundesliga 3 Spieler. Man muss einfach dazu sagen, das ist Team 1, ihr seht es direkt. Dieses ist natürlich mehr auf die Defensive ausgelagert, dass man vielleicht hinten doch noch ein bisschen besser steht. Denn man muss auch wirklich sagen, beim FIFA 17 ist die Defensive extrem wichtig. Schnelle Innenverteidiger bzw. physisch starke Innenverteidiger, passstarke Innenverteidiger sind ganz, ganz wichtig. Und ich denke, da bietet die Bundesliga mit Manuel Neuer, mit Boateng, Alaba eine richtig gute defensiven Grundlage. Des Weiteren haben wir dazu noch Vidal genommen, weil ich brauchte auf jeden Fall 2 zentrale Mittelfeldspieler, die etwas defensiver arbeiten. Vidal kann gefühlt alles. Und einen ZOM brauchte ich, der noch ein bisschen für die Spielkreativität da, ja, zu sorgen hat. Das ist dann eben Ben Arfa. Aber Vidal, wie gesagt, einmal ein bisschen defensiver, genauso wie Jabo. Ich hoffe natürlich, dass ihr mich jetzt nicht hatet, weil ich hier RB Salzburg-Spieler reingehauen habe. Und deswegen, Jabo hat 78 Tempo, hat Mittel-Mittel-Arbeitsraten, hat dazu aber auch noch 76 Physics und einen 70er Dribbling. Das Passen ist jetzt nicht so optimal, wird aber ausgeglichen auf jeden Fall durch Ben Arfa und durch Vidal. Rechts haben wir dann Schwegler und Kaleta K. Also diese 3 sind aus der österreichischen Bundesliga. Und im Sturm haben wir dann Lukas Lacazette, den ganz normalen, weil wir dürfen ja nicht über 85 kommen. Und Lemar, und zwar der Inform ist das, wenn mich nicht ganz täuscht. Hat auch richtig gute Werte, auch richtig gute Physikwerte. Das ist mir auch wichtig gewesen. Hat dazu leider nur 3 Sterne Skills, aber ich denke, das sollte jetzt nicht ganz so das Problem sein. Aber trotzdem, das ist Team 1, Gesamtbewertung von 85. Kostet knapp 800.000 Münzen. Und jetzt gehen wir rein in Team 2. Auf geht es in Team 2 und hier ist eher auf die Offensive, wie ihr gleich sehen könnt, beziehungsweise wie ihr jetzt sehen könnt, ja, Wert gelegt worden. Da fangen wir aber trotzdem erstmal in der Defensive an,
Da haben wir Subasic im Tor, Klick in Form in der Innenverteidigung, rechts Aurier und Krychowiak als defensiven Part nochmal natürlich als ZM. Des Weiteren haben wir aus der österreichischen Bundesliga Rotbuller. Wir brauchten einen Innenverteidiger, der relativ schnell ist. Physics stimmen eigentlich auch mit 75. Defensivwert ist nicht ganz so überragend, aber wir brauchten noch einen schnellen Innenverteidiger, vor allen Dingen neben Klick, der nur 63 Tempo hat. Des Weiteren haben wir noch Marcinko, da habe ich nicht so auf das Tempo geachtet, beziehungsweise habe ich nur darauf geachtet, ob Physics defensive Tempo so ungefähr gleich sind, wo man sagen könnte, der ist akzeptabel. Und Schwab haben wir dann noch im zentralen Mittelfeld. Dann kommen wir zur Offensive, da natürlich wieder Arturo Vidal, muss einfach sein, dieser Typ ist absolut heftig. Des Weiteren haben wir die Scream-Karte von Douglas Costa, wir haben Arjen Robben in Form und wir haben Pierre-Emerick Aubameyang im Sturm. Wenn ich die Münzen habe, kann es sogar passieren, dass dort der Inform hinkommt. Aber ich denke, ich lasse es erstmal so, weil so kosten beide Teams auf jeden Fall genau 800.000 ungefähr. Ich denke, man sollte auch nicht mehr ausgeben. Zumindest ich möchte nicht mehr ausgeben. Man könnte auch gar nicht mehr ausgeben, weil wir einfach nicht dazu die Mittel haben, beziehungsweise die Spieler, die einfach mehr kosten. Außer man ersetzt eben Aubameyang durch den Inform. Aber ich denke, so sieht das auf jeden Fall auch nicht ganz so schlecht aus. Ihr habt jetzt die Möglichkeit. Und zwar genau jetzt oben rechts seht ihr die Abstimmung. Team 1 oder Team 2. Team 1 eher defensiver gehalten, trotzdem mit einem richtig geilen Sturm, muss man sagen. Relativ schnell, passstark, Zentrale stimmt auch. Abwehr natürlich, absolutes Biest mit dem besten Torhüter Manuel Neuer und Boateng Alaba. Und wir haben auch Team 2 mit einem absolut heftigen Sturm. Mit Robben, Aubameyang und Costa, die ordentlich Tempo da vorne reinbringen. Die Defensive leider nicht ganz so stark, wo man sagen muss, kommt drauf an, wie wir spielen, gegen welche Spieler wir spielen, aber die Leute, die natürlich eine richtig starke Offensive haben, wie zum Beispiel Ronaldo etc. pp. Haben, wird auf jeden Fall dann nicht einfach hier zu verteidigen sein. Aber das sind erstmal die zwei Teams, wo ihr abstimmen könnt. Ihr habt die Auswahl, immer noch. Ihr könnt natürlich abstimmen. Ich hoffe natürlich, dass ihr auf die Infokarten geht, dass ihr richtig, richtig oft abstimmt, damit ich sehe, wie viele Teilnahmen hier dabei sind, wie viele sich auch auf den Lions Cup freuen 2016, wo ich ja zum ersten Mal dabei bin. Ist ja mein zweites Turnier nach dem Golden Shutdown letztes Jahr in FIFA 16. Aber trotzdem, so sehen die zwei Teams aus. Ich hoffe natürlich, dass ihr extrem gehypt seid. Schreibt mal Hype oder Supersteif oder Lions Cup 2016 unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ihr könnt mir leider keine Teamvorschläge mehr machen. Also ihr könnt sozusagen nicht mal sagen, Chris, bau doch den und den ein. Denn die zwei Teams stehen sozusagen jetzt fest. Außer, dass ich sagen kann, dass, wenn ich die Coins habe, Aubameyang in Form hier noch reinstellen würde, falls Team 2 gewählt wird. Aber okay, ihr habt die Möglichkeit, meine Community, ich weiß, ihr wisst, was das Beste für mich ist. Vielleicht denkt ihr ein Stück weit drüber nach, was ich gesagt habe. Vielleicht kommt ihr auch darauf, was ich dann vielleicht bevorzuge. Aber ich möchte hier nichts weiter sagen, genau was ich sage, welches Team ist jetzt geiler, welches Team finde ich jetzt nicht ganz so geil. Weil ich finde, beide Teams sind heftig, haben ihre Vor- und ihre Nachteile. Aber trotzdem, ihr habt die Möglichkeit. Ich bin raus. Lions Cup 2016. Wir sind bereit. Immer smart und sexy bleiben. Hashtag Supersteif unten in die Kommentare. Euer Chris und ciao.